Hallo, Servus bei Monaco, du Glück, schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Ich bin der Terme Erding. Hinter mir seht ihr das verlassene Schwimmbad. Das ist jetzt schon fast 22 Uhr und ich war den ganzen Tag heute in der Therme und was ich erlebt habe, das zeige ich euch in diesem Video. Ich sitze jetzt hier in der russischen Sauna sozusagen, die Banja, und die ist eine ganz coole Blockhütte, wie ihr seht. Aber ich habe die schon mal genauer vorgestellt. Guckt mal oben im i rein, da habe ich sogar ein Interview gemacht. Weil das ist echt eine ganz interessante Nummer mit Zirbenholz, super hochwertig. Und die gibt es erst ein halbes Jahr. Und da wird das russische Saunaritual durchgezogen. Also russisch schwitzen. Russisch schwitzen. Also sagt es mal dreimal hintereinander, dann habt ihr was zu lachen. Ich bin gespannt, was mich gleich erwartet. Und ihr seid natürlich mit dabei. Hallo, ich grüße euch. Willkommen hier in unserer russischen Banja, hier der Therme Erding. Wir sind jetzt, wir kommen in eine kleine Gruppe und zwar für die nächste eine Stunde gehört euch alle fünf. Jetzt dürft ihr alle mir nach drinnen folgen. Genau. Genau. So, ihr dürft eure Wademäntel hier abhängen. Genau, und danach werden wir uns nach drinnen begeben. Was wir jetzt machen, wir haben unsere reinigerischen schon wirken Sud, die hier schon vorbereitet wurde. Und wir starten mit einer kleinen Regendusche für den Kreislauf zum Schwung zu bringen, zum Wachwerden. Bevor ich gleich meinen Bademantel an den Haken hänge, zeige ich euch noch die Tropensauna. Ich habe hier so eine Shea-Butter bekommen und mit der kann ich mich jetzt hier einreiben. Und auch gleich noch überall anders, solange wie die Butter reicht. Und damit gehe ich jetzt in die Tropensauna, die hier eine sehr angenehme 65 Grad nur hat und innen drin super lecker nach Tropenfrüchten riecht. So, jetzt geht's für mich in die Meditationssauna und keine Angst, ich mache natürlich Pausen dazwischen. Bloß beim Schlafen und Rumchillen filme ich mich natürlich nicht. Das könnt ihr selber alleine viel besser ohne mich. Und jetzt in der Meditationssauna gibt es einen Klangschalenaufguss. Auf den freue ich mich jetzt schon. Ich bin immer noch in der Therme Erding, auch wenn ihr hinter mir einen Beach seht. Und das ist das Schöne, warum eben die Saunalandschaft nicht nur im Winter Spaß macht, sondern auch im Sommer. Weil ganz ehrlich, so eine halb heiße Sauna und ein bisschen am Strand liegen und am Teich sitzen und die Sonne genießen, ist doch auch wunderschön. So eine kleine Massage hier in der Therme Erding, ich hatte jetzt 20 Minuten, die bringen euch so richtig auf 5-Sterne-Feeling. Das ist so schön hier, so richtig nochmal beim Abschalten, nochmal zurückgehen, nochmal in sich gehen. Und so, ich sage euch, 20 Minuten reichen schon, die bringen euch richtig schön in Wellness-Stimmung. So, jetzt nach einem ja schon sehr langen Nachmittag im Royal Day Spa, wo es ja Champagner gibt. Also ich trinke ja keinen Alkohol, aber Champagner ist ja auch kein Alkohol, oder? Naja, zumindest die Polizei sieht das anders. Und deswegen schaue ich jetzt mal nach oder frage unten an der Rezeption, ob ich spontan eine Nacht im Hotel der Therme Erding verbringen kann. Und ich hoffe, dass noch ein Zimmer frei ist, weil das wäre natürlich jetzt der Hammer, dann könnte ich auch länger bleiben. Schön noch nachts in der Therme, gemütlich morgen frühstücken und dann erst zurück nach Hause. Drückt mir die Daumen. Hallo, servus. Hallo. Gibt es denn heute Nacht noch spontan ein Zimmer bei euch im Hotel? Würde ich sehr gerne für Sie nachschlagen. Super, danke. Bitte. Ja, Glück muss man haben. Es freut mich jetzt, dass das noch geklappt hat. Also ihr seht, einfach mal spontan sein, so wie ich. Und schon wird aus einem Kurztrip gleich ein kleiner Wellness-Trip. Und jetzt gehe ich mal zum Hotel und zeige euch natürlich als allererstes mal das Zimmer. Na,
Nach einem Tag im Bad gibt es erstmal geil Burger. Ich lasse mir schmecken, ich hoffe, ihr euch auch. Good morning in the morning. Bevor es gleich wieder zurück nach Hause geht, erstmal zum Frühstücksbuffet. Nach so einem langen Tag wie gestern in der Therme freue ich mich jetzt auch schon drauf und bin gespannt, was es alles Leckeres hier zum Essen gibt. So, wie immer am Ende meiner Videos komme ich zu meinem Fazit und ich muss ehrlich zugeben, ich hätte nie gedacht, dass Therme Erding auch Luxus kann. Es war der Hammeraufenthalt. Also all das, was ich früher in meinen 5-Sterne-Spas genossen habe, hat die Therme Erding hier vereint. Ganz entspannt einchecken, sich die Speed holen, ein Fläschchen Shampoos, ein bisschen frisches Obst und trotzdem in seiner Privatsphäre rausgehen zu können und die ganzen Bereiche nutzen zu können, ist natürlich schon echt ein Highlight. Das ist Exklusivität, das ist ein Riesenangebot, das ist gemütlich und man kann natürlich auch intim zu zweit die Zeit verbringen. Man kann einfach zurückziehen, man kann die Sachen liegen lassen. Das ist das, was ich wirklich unheimlich schätze. Ich finde es auch toll, dass man sich spontan entscheiden kann, eine Nacht hier zu übernachten, denn mein Gott, manchmal ist man tatsächlich ewig lang noch da. Man, die Therme hat auch sehr lange offen, man ist vielleicht auch ein bisschen müde und bevor man irgendwie noch länger nach Hause fährt, schnappt man sich einfach noch ein Hotelzimmer, was spontan vielleicht frei ist und das finde ich eine super Idee. Also das finde ich, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, man muss es mal im Vorfeld reservieren, was sicherlich auch sinnvoll ist, aber wenn es spontan auch einfach mal sein sollte, finde ich gut. Habt ihr gut gemacht, liebe Therme. Also, ihr seht, es ist ein ganz anderer Aufenthalt von der Therme Erding, wie ich es sonst mal vorgestellt habe. Ich habe Anfang des Jahres schon mal ein Video vorgestellt und heute mal Luxury pur. Das hat die Therme Erding richtig gut gemacht. Von mir einen Daumen hoch und ich hoffe, ich bekomme von euch auch einen Daumen hoch für das Video. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video von Monaco Deluxe wieder.